Ja, herzlich willkommen. Ich würde gerne zu drei Punkten eingangs etwas sagen. Zunächst zu den Landtagswahlen am Wochenende, dann zum Thema Außenpolitik, NATO, Ukraine und letztlich muss man wohl auch noch ein Wort zum Thema Maut sagen. Zu den Landtagswahlen, die am Wochenende anstehen in Brandenburg und in Thüringen, will ich nochmal deutlich sagen, dass ich mir meinen Optimismus nicht nehmen lasse. Ich selbst war, wie viele andere aus der Partei, von der Bundesebene, aus anderen Landesverbänden, selbst in den letzten Wochen mit vor Ort. Wir führen dort einen sehr engagierten Wahlkampf mit sehr viel Zuspruch von Bürgerinnen und Bürgern. Und auch wenn ich mir die Umfragen anschaue, habe ich den Eindruck, dass wir auf einen guten Sonntag zuarbeiten. Ich lasse mir den Optimismus auch nicht dadurch nehmen, dass mittlerweile wieder doch ein bisschen eine schärfere Kampagne in Richtung Die Linke gefahren wird, vor allen Dingen von Seiten der CDU in diesen Ländern. Ich verstehe diese Nervosität angesichts der Stärke der Linken. Allerdings will ich auch sagen, dass es im Jahr 2014 wenig hilft, das Schreckgespenst der SED wieder an die Wand zu malen oder das Schreckgespenst eines linken Ministerpräsidenten und den damit verbundenen Untergang des Abendlandes. Ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen in Thüringen und in Brandenburg sehr genau wissen, woran sie mit der Linken sind und auch sehr genau einschätzen können, was Linke in Regierungsbeteiligung oder sogar in Thüringen möglicherweise in der Führung einer Regierung leisten können und leisten werden. Dafür haben wir in den letzten 25 Jahren ausreichend Belege geliefert, dafür, dass wir zu einer verlässlichen Politik in der Lage sind. Zweiter Punkt, das Thema Ukraine und NATO. Zum einen will ich noch mal ausdrücklich begrüßen, dass es nun gelungen ist, der Kontaktgruppe in Minsk ein Verhandlungsergebnis zu erzielen. Wir merken allerdings auch in den letzten Tagen, dass dieses Verhandlungsergebnis, vor allen Dingen der vereinbarte Waffenstillstand, durchaus brüchig sind. Das setzt voraus oder das macht deutlich, dass wir Vernunft und Augenmaß und vor allen Dingen Zurückhaltung bei allen Akteuren weiterhin brauchen. Das betrifft nicht nur die Akteure in der Ukraine, sondern auch die internationalen Akteure, die im Ukraine-Konflikt unterwegs sind, sich an einer Lösung vorgeblich beteiligen, an ihr aktiv arbeiten oder zum Teil eben auch leider an einer Zuspitzung weiter offensichtlich interessiert sind. Das, was wir von Seiten der NATO erleben, das begonnene Flottenmanöver der Vereinigten Staaten mit der Ukraine, trägt nicht zur Zurückhaltung bei, sondern ist das Gegenteil und riskiert wieder einen Bruch der Vereinbarung. Und Gleiches gilt für Russland und Putin, der ja nun offensichtlich auch seine Flotte in die Region geschickt hat. Ich will etwas sagen zum NATO-Gipfel und den verkündeten Ergebnissen. Zwei Punkte daraus. Das eine ist die sogenannte Koalition der Willigen, also eine Zehner-Koalition. Hier will ich ausdrücklich zum einen fordern, dass die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung sehr schnell Klarheit darüber schaffen, worum es hierbei eigentlich geht. Und zum anderen will ich darauf hinweisen, dass in der Bekämpfung der IS, in dem Umgang mit internationalen Konflikten, es einen zentralen Akteur geben muss. Das sind die Vereinten Nationen. Ich stelle fest, dass die Bundesregierung wie auch die NATO-Partner kein Interesse daran haben, die Vereinten Nationen offensichtlich hier in eine zentrale Rolle zu rücken. Gleiches wäre allerdings absolut notwendig. Und die zweite Bemerkung ist die Frage zu den Militärausgaben. Hier ist ja nun offensichtlich vereinbart worden, dass das 2%-Ziel für den Militäretat auch in der Bundesrepublik gelten soll. Gestern nun habe ich von Frau von der Leyen gehört, dies wäre nicht der Fall, dieses Ziel unmittelbar anzustreben. Gleichwohl hat auch sie eine Erhöhung des Rüstungsetats in den Raum gestellt. Aus meiner Sicht ist das das völlig falsche Signal. Und zum Zweiten muss die Bundesregierung dann die Frage beantworten, da sie ja neue Schulden ausschließt für ein solches Ziel, zu wessen Lasten eine Erhöhung des Rüstungsetats gehen soll. Ich glaube, dass wir in der Bundesrepublik andere Aufgaben haben, als die Militärausgaben zu erhöhen. Letzte Bemerkung zum Thema Maut.
Dieses Spielchen ist ja nun offensichtlich eine Fortsetzungskomödie. Wir erleben in den letzten Tagen, dass innerhalb der Union, CDU, CSU, jeder gegen jeden argumentiert. Die Bundeskanzlerin hat vor einiger Zeit die Koalition aufgefordert, eine muntere Debatte zu führen. Dieser Aufforderung ist die Koalition nun gefolgt. Allerdings wird auch mit dieser munteren und aus meiner Sicht zunehmend nervigen Diskussion trotzdem kein gutes Projekt aus der Maut. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir große Zweifel haben an diesem Vorhaben, dass wir es ablehnen und dass wir es im Übrigen auch für europarechtlich nicht durchsetzungsfähig halten. In der Tat ist in der Bundesrepublik erheblicher Investitionsbedarf in die öffentliche Infrastruktur zu beklagen, auch was die Straßen betrifft. Allerdings braucht es dafür nicht irgendein obskures Mautprojekt, was vielleicht kommt, sondern wir müssen die Ausgaben regulär erhöhen. Dafür ist steuerpolitischer Spielraum durchaus gegeben, ohne dass eine Maut in Deutschland für alle eingeführt werden muss. Dankeschön.